Dezember, aber in Deutschland will einfach kein Winterfeeling aufkommen. Deswegen habe ich mich mal auf den Weg gemacht nach Tirol, um genau zu sein nach Ischgl. Aber auch hier im Tal alles grün. Deswegen ging es jetzt rauf auf 2650 Meter und Sie sehen es, ich bin mittendrin im weißen Glück. Da schauen wir uns den neuen Kona einmal genauer an. Die Hyundai-Designer wollten mit ihm ein Fahrzeug auf die Straße bringen, das sofort auffällt und sich von der Masse abhebt. So that happened, some amazing insights from some Audi investors. But now let's talk about the position of the Audi AG in terms of dealer profitability. Let me invite you to approach this event with an open mind and to join us in entering a new dimension in Audi training. Der Landwirt des Jahres ist Georg Meierhofer. Herzlichen Glückwunsch. Da ist es dann vor allem im Süden dicht bewölkt. In Bayern kann es dann auch noch mal richtig kräftig schneien. Ich kann es auch nicht mehr sehen, aber wird leider so sein. Auch in der Mitte und im Norden ein bisschen Schnee und vor allem auch der Wind weiterhin. Am Sonntag, am Nikolaussonntag, sollten Sie im Norden definitiv die Schuhe drin lassen, denn sonst gibt es feuchte Nüsse. But as you already mentioned, we have prepared a Q&A. So we collected some questions from the audience and I selected about 15 questions for you. Let's see how many we can do in about 20 minutes. Mit dem neuen Kona stellt Hyundai ein Lifestyle-SUV vor, der mit seinem außergewöhnlichen Design und seinem einzigartigen Charakter den Lifestyle von heute perfekt widerspiegelt. Welcome back, ladies and gentlemen. I don't think we promised you too much yesterday. Genau das richtige Spielzeug. Super klein, super witzig, Kostenpunkt gerade mal 28 Euro. Wenn es geht, sag uns kurz, was wir mit Tiefachse zu erwarten haben. Wenn nicht, würde ich sagen, bringst du dich irgendwo in Sicherheit und hältst dich gut fest. Alles gut, Tatjana, wir sind hart im Nehmen. Beachvolleyball, Soccer, Tennis. North Koreans love everything that has to do with sports. Stand-up paddling and surfing has not been on that list so far. So the Coaster Franchise Program has been the major project within the last 2 years, yeah. Supporting the strategic target of at least 2% RS. So what do you think, what are the key achievements or the so-called milestones within this project? Begrüßen Sie bitte mit einem kräftigen Applaus den Mann mit der steilsten Frisur des Tages. Hier ist Sascha Lobo. Aber ich wollte eigentlich noch was ganz anderes zeigen, weil sich der ein oder andere Zuschauer gefragt hat, wie wir das Panorama da hinten hinbekommen haben. Einmal der kurze Schwenk nach unten, so wird tatsächlich Fernsehen gemacht. Und jetzt schauen wir mal aufs Wetter für morgen. Und ich weiß, wie sehr ihr euch den Sommer wünscht, deswegen mache ich jetzt genau das für uns alle.